Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, nachdem wir das... Wo waren wir? Das Royal Hotel haben wir hochgehen lassen, genau. Und dem Polizeibericht zufolge starb das Opfer durch einen einzelnen Schuss in die Brust. Aber wer hat ihn getötet und warum? Eine Untersuchung der Leiche sollte mich weiterbringen. So, halbwegs offscreen habe ich hier oben im Norden alle Nigma-Datenpakete, die wir bereits einsammeln konnten, eingesammelt. Hier konnte ich das da nicht einsammeln, das habe ich nicht gefunden. Und hier drin scheint noch ein Raum zu sein, wo da noch drei weitere Datenpakete sind, die wir dann auch noch finden müssen. Aber das mache ich dann natürlich, sobald wir ja den dieses Gebäude haben, wo wir rein können. Scheint irgendwas mit Bane zu tun zu haben, weil da waren Banes Handlanger in der Nähe. Wir werden gespannt bleiben. Aktuell ist Bane ja in Blackgate. Sogar angeblich tot. Da gehen wir dann auch als nächstes danach hin. Aber zwischenzeitlich hat sich hier ein neuer Fall aufgetan. Ein neues Verbrechen, das wir natürlich erstmal... Ein Enthüllungsjournalist. Ich habe ihm letztes Jahr ein Interview gegeben. Er muss einer großen Story auf der Spur gewesen sein. Er trägt ein Kameraband um den Hals. Aber wo ist die Kamera? Genau. Das werden wir doch direkt einmal rekonstruieren, weil da können ja durchaus auch Superschurken dabei sein. So, der das Kerl wurde Opfer erschossen. Hat versucht zu entkommen, bevor es seinen Wunden erlegen ist. Okay. Die Blutspuranalyse zeigt, dass der Schuss von unten kam. Brand muss die Kamera fallen gelassen haben, als er getroffen wurde. Wenn ich ihren Fall rekonstruiere, dürfte ich sie finden. Außer der Schütze war schneller. Da ist die Kamera. Auch wenn ihr eine sehr interessante Flugkurve hatte. Ich schicke dir ein paar Fotos von einer Kamera. Versuch, die Person in den Aufnahmen zu identifizieren. Gewiss, Sir. Einen Augenblick bitte. Ah, da haben wir ihn. Ein gewisser Chucky Burks. Ich sende Ihnen seinen letzten bekannten Aufenthaltsort. Okay, scheint kein besonderer Fall zu sein, eher... Ja. Analysier das und dann bring den Kerl in der Gitter, der verantwortlich ist. Wo ist der jetzt? Hier unten. Ja, in Diamond District. Ja, warum nicht? Komm, hol mal schnell. Nein, nicht das Datenpaket, den Verdächtigen. Nee, ich habe jetzt keinen Bock, Mann. So. Entschuldigung, da war ich jetzt kurz abgelenkt. Wir haben zwei Verbesserungspunkte. Die wollen wir doch direkt einmal investieren. Was haben wir denn da? Unterstützende Verbesserungen. Die schalten wir nach und nach frei. Achso, das sind die... Sind das die... Nee, das sind die Dark Knight-Herausforderungen, die wir nach und nach abschließen können. Was haben wir denn hier? Annäherungszünder, Klebergranate. Okay. Diese Verbesserung fügt der Klebergranate einen Annäherungszünder hinzu. Dies ermöglicht dem Benutzer eine Falle zu stellen, die automatisch durch einen sich nähernden Gegner ausgelöst wird. Das wäre natürlich auch sehr cool. Was haben wir da? Erhöhte Batarang, Betäubungsdauer... Fernengrad, Anzahl Spurengeschosse. Erhöhe die Anzahl deiner schweren Spurengeschosse um 1. Erhöhte Unterbrecherkapazität. Oh, das wird praktisch. Das will ich haben. Ja. Weil den Unterbrecher brauchen wir dann doch recht oft. Also, er ist zumindest recht nützlich.
Oh, wir haben noch zwei. Wir haben ja noch eins. So, hier fehlen uns nur noch 4 Upgrades. Drei davon sind für die Schockhandschuhe, einer für den Erschütterungszünder. So, da hinten geht's hoch. Oh, da ist noch ein Datenpaket. Wenn wir schon mal da sind. Lassen wir das Material 20, 4 und 10. Ach komm, Alter. Dass es so leicht sein würde. Naja, man lernt nie aus. Ja, Fake Black Mask. Joker. Warum auch immer er da jetzt gerade eben als Fake Black Mask rumlief. So, ich schalte jetzt sowieso nur aus, weil die gleich nervig werden könnten, wenn wir die da konfrontieren. Ansonsten. Die hören zwar da nicht wirklich dazu, die sind wahrscheinlich hier einfach wirklich Bewachung für irgendwas. Keine Ahnung, was. Wie könnte das denn passieren? Sag du es mir. Ich bin nicht derjenige, der hier protzige Autos und neue Anzüge kauft, allen Drinks an der Bar ausgibt. Scheiße, du hast doch mittlerweile so. So. So, jetzt kriegt jeder von euch mal eine aufs Maul. Gerechtigkeit. Du hast einen Mann getötet. Warum? Er hätte unseren Fälschereck auffliegen lassen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Oh. Alfred, lass die Polizei wissen, dass Chucky Birds für den Mord an Owen Grant verantwortlich ist. Schick ihnen die Details aus der Fallakte zusammen mit meiner aktuellen Position. Sofort, Sir. So, die Fallakte wäre geschlossen. Und dann kümmern wir jetzt uns als nächstes um die angebliche Leiche von Bane in der Leichenhalle des GCPD. Aber ich denke nicht, dass es Bane ist. Das wäre natürlich viel zu einfach. Außerdem, die Schläge haben ja auch noch über ihn gesprochen, gerade eben, als ich dort war. Ausgerüstet.
Hier müssen wir gar nicht hin, wir müssen nach da oben. Ah, den Sniper müssen wir trotzdem ausschalten. Der geht uns sonst gleich auf den Sack. So, das wäre erledigt. Hier nur ausgeschaltet, direkt mal. Und weg mit euch. Puh. Diese Fähigkeit ist eigentlich schon gut, ne? Haben sie richtig genutzt. Vor allem in Verbindung mit dem mit den Schockhandschuhen vom Electrocutioner. Da ballert das schon ordentlich. Ich sollte diese Rohre mit meiner neuen Klebergranate verstopfen. So, dann kommen wir hier jetzt auch durch, tatsächlich. Das ist gut. Oh, wir jetzt eins zurückgehen. Moment. Hier. Das war jetzt zu weit. Nein. Okay, das wird nix. Komm rein. Profitier. Ich dachte mir gerade, was sind Profitiere? The fuck? So. Ah ja. Die Kleogranate schmeißen wir jetzt einmal da runter. Hier noch das Enigma-Paket. Oder ich schieße einfach danach. Weil wir da jetzt nicht reinkamen. Die Scholle war zu breit. So. Ja gut. Da kommen wir jetzt gerade nicht hin.
Wir gehen jetzt nämlich direkt zur Leichenhalle einmal. Kanalisation Burnley Osten. So. Baufälliger Aufzugsschacht. Leichenhalle. Sterbende? Nein. Totenhaus? Ja. Das ist nicht Bane. Es ist nicht Bane, aber einer seiner Männer. Derselbe, den ich beim Aufstand in den Zellen gesehen habe. Ich sollte seine Leiche scannen. So. Das Opfer wurde mit einer Chemikalie besprüht, die seine Physiologie verändert hat. Ich muss mir den Obduktionsbericht ansehen, um mehr herauszufinden. In diesem Computer sollte der Obduktionsbericht gespeichert sein. In welchem? Oh. Aha. Ich sollte nicht gehen, ohne mir den Obduktionsbericht anzusehen. Keine Sorge. Wo ist jetzt der Computer? Da. Interessant. Das Opfer nahm eine starke Mischung, ähnlich der Droge Venom, bevor es starb. Es ändert den Muskel- und Knochenaufbau des Süchtigen und verschafft ihm eine außergewöhnliche Stärke. Was auch immer genau diese Mischung ist, sie reduziert die geistigen Fähigkeiten auf verschiedene Arten, einschließlich schwerer Gedächtnisschäden. Auf lange Sicht kann es das Gedächtnis ernsthaft beeinträchtigen. Banes Peilsender. Ja. Damals das Gebäude, wo ich nicht reinkam neulich. Ich hätte echt einfach nur diese Mission hier fertig machen sollen. Egal. An alle verfügbaren Einheiten. Und wurden Schüsse in der Nähe des Royal Hotel gemeldet. Laut Zeugen kämpfen zwei bewaffnete Gruppen anscheinend um chemische Waffen. Alle verfügbaren Officer sofort zum Einsatzort. Bin schon unterwegs. Waffen. Ich bin zwar kein Officer, das sollte ich mir ansehen. Super. Mach ich das? Bird untersucht. Er untersucht den Bandenkampf. Wer auch immer Bird ist. So, wo haben wir ihn? Da. Ach. Ich sollte mich zu Bane auf den Weg machen, bevor ich das Signal verliere. Oder sind es mehrere Bandenkämpfe gleichzeitig? Nee, ist nur der eine. Ach, ich mache jetzt einfach das Rallye. Na, auch wieder die nächste. Brand in der Coventry. Da oben. Wieder ein Tatort, vermutlich auch. Ich muss diesen Kampf beenden und die Chemikalien sicherstellen.
Ah. Ist wieder so eins, wo ich keinen Boden dazwischen berühren darf. Direkt schon 4 Stück weg. Weitere 4. Da ist einer von Banes Leuten dabei. Was ist denn dem Kanister? Ein Geschenk für El Jefe. Eins von vier. Wo sind die anderen? Mehr sage ich nicht. Bruder, wir sind am Hack. Aber den Wayne der Cobblepot hat das Leute auf der Hand gehängt. So ist Kopf. Ich hab, was ich brauche. Börde, wer auch immer Börde ist. Geschlossen. Bird, 25%. Ah, ein Krimineller kommt anscheinend noch. Gesucht, Akte ist unter Verschluss. Wird wahrscheinlich. Ah, das wird wahrscheinlich Dingens sein, oder? Nee. Nee, Firefly. Mal gucken. Sehen wir dann. Fehlt noch Black Mask, ein bisschen was. Von Pinguin fehlt noch ein bisschen was. Und natürlich vom Riddler. Aber beim Riddler haben wir schon 50%. Ja, und um das dann da unten in der Coventry kümmern wir uns später. Jetzt machen wir erstmal das hier. Warum auch immer jetzt der Ton nicht funktioniert. Ist manchmal so irgendwie. Scheint der Ort zu sein. Jetzt muss ich den Kanister finden. So, weg mit dir. Hat leider nicht ganz ausgereicht. Dann. Und die letzten drei.
Ah, da, da liegt er. Ich bin eine Schande. Wo ist der Kanister? Weggeflogen. Du wirst ihn nie finden. Sir, Ihr Anzug hat Spurenelemente eines Gemischs registriert, das zur Venom-Herstellung verwendet wird. Offenbar waren in den Kanistern Inhaltsstoffe dafür. Ich muss rausfinden, wo sie hingeschafft wurden. Wie wäre es mit einem Scan des Gebiets? Vielleicht haben Sie wichtige Hinweise auf Ihren Aufenthaltsort zurückgelassen. Ein Vogelkäfig, ah ja. Kokain. Scheint, als wären sie unterwegs zu My Alibi. Industrieseife und noch irgendwas was. My Alibi. Okay. So, danach werde ich dann das Pinguin-Waffendepot machen und den Tatort. So. Ich habe Hunger. Und du hast kein Glück. Alles ist dicht. Es muss doch. Ich will meinen Anwalt. Und zack. So. Dann holen wir mal diesen Vogel, My Alibi. Okay, das ist eine komische Tür. Das ist eine sehr komische Tür sogar. Okay, das ist irgendein Club. Und hier sind auch noch zwei. Zwei Enigma-Datenpakete drin. Schön, ihr wollt den Club? Er gehört euch. Wenn der Boss davon erfährt. Er hält sich fern, wenn ihm sein Leben lieb ist. Endlich darunter, damit ich dich töten kann! Ich dachte schon, du fragst mich. Wie auch immer du bist. Echt leise. Sie ist halt nicht mehr gut, ne? Der hatte gerade eben einen schönen Gesichtsausdruck. Er ist. Man nennt mich Bert, Dates Stellvertreter. Und ein Rückschlag für ihn zeigt.
Trotzdem entscheide ich natürlich auch weniger als gut. Kann jetzt bitte mal wer diese Drecksmusik ausstellen? Das ist laut, ey. Ich finde schön, wie es hier dann gedämpft ist. Das haben sie gut gemacht, aber das ist ja trotzdem noch fucking nervig, ne? Okay, sehr schön. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge wieder von Let's Play Batman Arkham Asylum, Arkham Origins. Bis dahin und tschüss.